Hey Menschen, ich melde mich zurück zum nächsten GPS-Spieltag. Heute gegen Impeldown TV, aka Barry. Warte mal, hieß der Impeldown TV? Ich glaube, der ist Sinn of Speed. Egal, jedenfalls gegen Barry und seinem Team Marvelous Speedstars. Ja, heute habe ich, finde ich, ein sehr, sehr gutes Matchup. Ein Matchup, wo ich denke, dass ich sehr, sehr einfach das Match gewinnen kann. Ich muss lediglich die Checks von Rotom, also meinen Walcher Rotom, anchippen. Und zwar Felinara und Golurk. Und dann eigentlich mit Donnerblitz durchfegen. Also, ich habe ja Escarabon mit der Verfolgung, das dafür sorgt, dass Golgantis auf jeden Fall weggeht. Genauso wie Heatran mit dem Magmasturm, was das Felinara reinholt und mit Flash Cannon bestenfalls sogar besiegt. Also habe ich hier eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Muss nur darauf achten, dass ich wirklich diese beiden Pokémon auch offensiv spiele. Also nicht passiv damit umgehe, sondern wirklich aggressiv, Doubles pulle, damit diese Pokémon auch reinkommen, weil mit meinem Team, ich habe halt nicht so viele Volturn-Abuser, also ich habe kein Pivot, so eine starken Pivots, wie zum Beispiel Barry jetzt hat mit Greninja oder Victini. Entsprechend muss ich da Doubles pullen. Aber ich glaube, das kann ich ganz gut hinbekommen. Ich liege hier auch mit meinem Heatran. Sein Aerodactyl ist zwar ein bisschen threatening, weil es den Erdbeben hat, und ich habe keine Schokobeere tatsächlich drauf. Also ein bisschen problematisch. Aber ich habe ja Switch in Form von, ja, eigentlich sehr vielen Sachen gegen Aerodactyl. Tatsächlich ist auch vor dem Kampf noch eine Änderung eines Movesets passiert. Ihr werdet dann genau sehen, welcher Move geändert wurde, denn der kam hier tatsächlich zum Tragen. Und das war beim Tentantel. Mal sehen, ob ihr das sehen werdet. Also, ihr werdet sehen. Also, mal sehen, ob ihr es mitbekommt. Was ist denn da anders? Ich werde auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen. Ja, mehr gibt es eigentlich zum Matchup nicht zu sagen. Rotom ist, wie gesagt, meine Wind Condition. Ich habe gegen alles Switch-Ins, ich habe gegen alles offensive Pressure. Also bin ich hier eigentlich zuversichtlich in das Match gegangen. So, danke an diesmal Lord Ents, dass du mir diesen diese Pokémon gegent hast. Und an Bene, dass du mir diesen Kampf gecaptured hast. Sehr, sehr lieb von euch beiden. Ihr seid mir eine große Hilfe, wie immer. Wie gesagt, mein Heatran ist hier der Lead. Leider gegen Aerodactyl, da muss ich auch direkt rauswechseln. Ich werde hier nichts riskieren, also eigentlich war ich auch der Annahme, dass er scouten muss, außer er bleibt natürlich in der Mega, nicht Mega und drückt einfach so Erdbeben, dann würde er die Beere umgehen. Also eigentlich müsste er scouten und wahrscheinlich für einen Switch gehen, weil Schokobeere ist halt wirklich ein Set, was man spielen kann. Entsprechend dachte ich so, okay, vielleicht geht er sogar raus, aber nein, er bleibt leider drin, geht sogar in die Mega, also macht den, finde ich, in der Situation nicht besten Play, aber es funktioniert für ihn bestenfalls, denn ja, ich kann hier einfach lediglich meinen Stoutland reinholen und den Damage fressen. Leider habe ich auch kein Rocky Helmet, was dafür sorgt, dass er vielleicht Chip Damage nimmt, wenn er mich anfasst, aber in dem Fall sind sogar die Lefties besser. Ich bin mir auch hier sicher, okay, er kann nichts gegen Stoutland machen, er sieht, dass ich physisch defensiv bin und außerdem muss er auch dafür mit rechnen, dass ich einen Coverage-Move habe, um ihn zu treffen. Entsprechend mache ich einen Double und mache genau das, was ich in der Team-Preview angepredigt habe. Und zwar wechsle ich meinen Scarborn aggressiv in sein reinwechselndes Fortress rein. Und er hat halt hier einfach keinen Switch und ist zwar quasi gezwungen, sein Fortress drin zu lassen. Ich habe auch im Team-Building, glaube ich, gesagt, dass Fortress, wenn es mitkommt, eigentlich kein Pokémon ist, was ich wirklich, wo ich mich freue, wenn es weg ist, weil es erfüllt irgendwie keine defensive Utility gegen mein Team. Deswegen ist, finde ich, dieser Chip nicht so wichtig gewesen. Aber dafür ist dieser Chip, der jetzt kommt, umso besser, denn ich kann im Nahkampf auf das Filiare raushauen und direkt sehen, okay, was ist das für ein Set? Und es macht fast Half-Life, was für mich bedeutet, dass es auf jeden Fall physisch defensiv sein muss. Also, ich bin ja ein hartes Wesen mit dieser Fähigkeit und vom Damage Calculator her ist das ein physisch defensives Set. Ansonsten hätte es, glaube ich, ein bisschen mehr gemacht. Und leider geht er auch hier für Schutzschild, also er ist kein offensives Set. Offensiv wäre mir sehr, sehr viel lieber gewesen, weil ich ihn dann hier hätte schon rausnehmen können. Aber natürlich ist auch in dem Matchup besser, wenn er speziell oder physisch defensiv spielt, weil er dann auch einen Switch in den Scarbon hat. Problem ist, wie gesagt, hier, dass er Schutzschild hat. Und jetzt in out of range ist von der Fassade, deswegen muss ich hier auch wieder rauswechseln. Finde ich, war sogar ziemlich unrealistisch, dass hier die Fassade nicht killt. Aber dennoch, ja, ist halt jetzt problematisch gewesen, naja, was soll man machen. Bin ich hier rausgewechselt, erstmal in Tentantel, weil Heatran, ich weiß nicht, wieso ich eigentlich nicht in Heatran gegangen bin. Ich glaube, ich wollte mit Tentantel erstmal Stachler legen, damit hier ein bisschen, beziehungsweise wollte ich forcen, dass er denkt, dass ich Stachler lege. Deswegen gehe ich aber auch für Igelsam, weil wie ich finde, dass wie heißt es, dass Fortress reinkommen kann. Und hier kommt auch schon der Punkt, wo man eigentlich schon sieht,
was das Set, was das, wie das Set verändert wurde in diesem Match. Denn ich habe tatsächlich kein Schutzschild mehr auf diesem Set, denn ich dachte mir, okay, wenn ich kein Schutzschild spiele, dann habe ich sehr, sehr wenig offensive Utility gegen das Fienara in meinem Team. Entsprechend muss ich einen Stahl-Move mitnehmen, deswegen bin ich auch hier rausgewechselt und habe nicht Schutzschild gerückt. Und er geht für Wagemut und ich dachte mir so, scheiße, Mann, Lasche, geh doch nicht weg. Also das war ein Trade, den ich nicht gerne eingegangen wäre. Hätte ich Schutzschild gehabt, wäre ich easy, straight einfach in Rotom gegangen. Das hätte ich easy gemacht. Aber leider hatte ich hier kein Schutzschild und ja, da habe ich leider einen Eisenschädel anstatt Schutzschild. Eisenschädel aus dem Grund, weil Gyroball gegen Felinara nicht genug Damage macht und ich dementsprechend für diesen Move halt gehen muss. Leider wäre hier Gyroball 10-mal besser gewesen, weil ich überlebe hier erst mit den Feuerzahn. Auch wieder hier hat er nicht gescoutet, ganz eigenartig. Und ich kann leider nur mit Eisenschädel zurückschlagen, was natürlich nicht killt. Gyroball hätte 10-mal mehr Damage gemacht und oh, da war ich so unhappy, als das passiert ist, dass es Aerodactyl nicht gegangen ist, ey. Das war so schlimm für mich. Was soll man machen? Ich musste jetzt irgendwie da einen Weg wieder rausfinden, weil wäre Aerodactyl weg gewesen, dann hätte ich auf jeden Fall ein Lead aufgebaut, der mir sehr, sehr viel mehr gefallen hätte. Ich wechsle hier auf jeden Fall meinen Bissbug rein und werde leider verbrannt. Spielt aber nicht so eine große Rolle, weil ich sowieso hier in jedem Fall für Erholung gegangen bin. Und da sieht man auch schon die Schwäche des Sets. Also ich habe zwar, ich kann zwar alles wallen, aber ich kann halt kein Damage austeilen. Das habe ich irgendwie nicht bedacht, als ich das Team gebaut habe, beziehungsweise dieses Set aufgebaut habe. Das ist irgendwie, wenn die Hazards nicht liegen, keine wirkliche offensiven Druck aufbauen kann, obwohl es halt defensiv ist. Das müssen ja auch Pokémon trotzdem machen können. Wenn sie defensiv sind, müssen sie auch irgendwie offensiv was machen können, um gut zu sein. Wie zum Beispiel ein Tantel, der hätte der Gyroball gehabt, dann wäre er offensiv sehr viel besser gewesen, ne? Weil leider hat er nur Eisenschädel. Und in dem Fall ist dieses Bisspark so alles, was für ein schlechtes defensives Pokémon steht. Und zwar, es ist passiv. Natürlich, es gibt viele Pokémon, defensive Pokémon, fast alle eigentlich sind in irgendeiner Weise passiv, aber in vielen Matchups, die defensive Pokémon eingehen müssen, sind sie nun mal nicht passiv. Also zum Beispiel Toxapex, das ist so ein Pokémon, wo man denkt, ja, das ist doch passiv, das macht kein Damage mit Siedewasser, kann auch nur Abschlag vielleicht als weiteren weniger passiven Move. Also die Sache an dem Set ist halt einfach, bei Toxapex, du kannst halt Haste drücken und dann bist du wieder aus dieser passiven Rolle raus und machst halt immer wieder, was sagt man, du machst immer wieder Progress und das machst du mit diesem Set, weil halt keine Ersatz liegen, nicht. Ja? So, bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das ist auch genau, das ist auch gut so, dass ich hier abgeschweift bin, denn da passiert halt nicht viel. Ich versuche jetzt einfach nur, den Brüller zu bekommen durch einen Rest, bestenfalls, weil wenn ich das, wenn ich brüllen muss, wenn ich aufwache, dann habe ich halt wieder Damage gefressen und das, ja, wäre nicht so geil. Deswegen Schlafrede hier und hoffen, dass der Brüller kommt und tatsächlich er kommt und ich habe erstmal wieder ein bisschen Luft. Aber halt keine Hazards. Wären die Hazards draußen gewesen, damn, das wäre 10-mal besser gewesen, die Situation. Aber leider, leider, leider ist das nicht so der Fall. Ich kriege hier sein Fienara raus. Nicht mein Lieblings-Pokémon tatsächlich, was ich gerade eben sehen möchte, denn ja, ich kann zwar meinen Heatran oder meinen Tentantel reinholen, das mache ich jetzt hier auch aggressiv. Aber das ist halt so offensichtlich. Beziehungsweise, ist das offensichtlich? Ist das? Eigentlich hätte ich halt zwei Plays gehabt, entweder Tentantel oder Heatran. Und Barry macht ein Double in seinen Golem. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, was ich von diesem Double halten soll, weil ich hätte eigentlich auch drin bleiben können. Ich wäre aufgewacht und ja, das Golem hätte dann wieder nichts gemacht. Natürlich, der Golem gewinnt theoretisch im 1v1 gegen Bisbug, weil er mich critten kann. Aber dennoch, ich hätte das eigentlich theoretisch gewinne ich das, ne? Und ich, egal, jedenfalls bin ich mit Heatran auch drin geblieben, in der Hoffnung, dass ich ihn vielleicht critte. Leider hat es nicht geklappt, aber ich habe euch jetzt ein bisschen Chip-Damage gegeben und kann jetzt auch in Scaraborn gehen. Und jetzt kommt auch das, was ich auch vorhin angesprochen habe, und zwar nehme ich jetzt das Set, was ich hier gebaut habe, und besiege das Golgantis mit der Verfolgung. Ich habe halt so Angst gehabt von einer Cobblerberry, ja, die hat er Gott sei Dank nicht gehabt. Jetzt ist nur noch ein Problem in seinem Team, und zwar das Felinara. Jetzt muss ich das irgendwie reinbekommen. Mein Heatran ist leider schon weg und er wird es halt nicht so einfach reinholen, wenn er weiß, dass ich eine Rotom noch in der Back habe. Ne? Deswegen wird es jetzt noch auf den letzten Metern ein bisschen schwer. Natürlich, mein einziger Play, den ich hier gerade habe, ist, meinen King abzuwerfen und danach in Rotom zu gehen.
Weil legit, ich habe keinen anderen Play. Also, was habe ich noch übrig? Ich habe noch mein Stoutland, was, glaube ich, sogar noch schläft. Ja, dann habe ich noch Rotom. Kann ich aber nicht straight reingehen, glaube ich. Kann ich das? Eigentlich hätte ich auch straight reingehen können, hätte ich sogar noch einen Sack gehabt, aber. So retrospektiv, glaube ich, wäre es besser gewesen, direkt in Rotom zu gehen. Na, jedenfalls gehe ich hier jetzt auch für einen Voltwechsel. Kill das Aerodactyl zum Glück. Und ja, jetzt hat er nur noch drei Pokémon. Sein Felinara, sein Dingens, sein Gninja und sein Fortress. Jetzt muss ich noch irgendwie hoffen, okay, wie kriege ich das Felinara rein? Das ist der einzige Play, den ich gerade habe. Ich muss ja mit Rotom am Ende gewinnen. Wenn das nicht klappt, dann ja, wird schwer. Ich bin ja auch in meinen Bisbark gegangen und nicht in Skarbon, weil ist klar, weil Skarbon wird halt von Greninja outspeedet und mit Stoutland kann ich halt noch die Hoffnung haben, dass er physisch offensiv ist und ich ihn vielleicht sogar mit Return kille. Leider, revealed er hier den Z-Move und zwar den Dark Pulse wahrscheinlich. Also ich glaube, der kann auch Nachtdieb haben, aber ich glaube, Nachtdieb hätte mich nicht gekillt, oder? Ich bin halt physisch defensiv, aber egal. Jedenfalls, natürlich, Z-Dark Pulse sorgt natürlich dafür, dass mein Barry hier drauf geht. Ganz klar. Und ja, jetzt sieht es ganz schön schlecht aus. Ich habe noch zwei Pokémon, er hat sein Felinara nur, was noch 50% hat. Und meine einzige Hoffnung ist hier, wie im letzten Game, auf die Paras hoffen. Ich gehe auf für Donnerblitz, nicht für einen Voltwechsel, weil das ist legit mein einziger Play gerade. Donnerblitz irgendwas zu paran. Und wenn das nicht klappt, dann ja. Ist GG. Deswegen versuchen wir es hier weiterhin Donnerblitz zu drücken. Vielleicht kriege ich auch mal Glück. Also ich muss mal anmerken, ich habe bis jetzt noch nie in der GPL Hex bekommen, der Merdan war. Noch nie. Aber deswegen möchte ich es nochmal angemerkt haben. So, ich hätte es gerne jetzt mal so. An dieser Stelle, so ein Donnerblitz-Fahrer? Was sagst du so? Ein Full-Fahrer? Hä? Rotom? Sag mal, mach mal. Komm schon. Man. Must be nice. Na, jedenfalls geht jetzt mein Rotom auch drauf, glaube ich. Nee, es lebt sogar. Also ich habe sogar noch eine Chance, eine Para zu bekommen. Sind 10%, aber diese 10%, die muss ich jetzt halt einfach nutzen. So. Ich kann auch nicht in mein Dude gehen. Ich kann auch nicht in Skarbon gehen, weil ich halt sterbe direkt und da muss ich wieder in mein Rotom gehen. Also eigentlich nur dumme Situation. Und leider kriegt er auch hier keine Para wieder. Also das ist hier eindeutig ein Sieg an Barry. Man muss auch sagen, es war so verdient. Ich habe komplett Ass gespielt. So. Das Set von Tentantel hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Da seht ihr, glaube ich, was ich jetzt meine. Wäre Aerodactyl nicht da gewesen am Ende, dann hätte ich sehr, sehr weniger, hätte ich sehr viel weniger Probleme gehabt mit dem Team an sich so. Weil, ich weiß nicht, dann hätte er jetzt ein Pokémon weniger. Zu 100% hätte er jetzt ein Pokémon weniger gehabt. Und ich wäre halt in diesem Lead gewesen, ne? Und ich hätte dann wahrscheinlich offensiv ein bisschen besser pressuren können und dann irgendwann mein Skarbon wieder reinholen können. Keine Ahnung. Also irgendwie war halt schade, so, dass ich hier den Gyro-Ball irgendwie verkackt habe. Auch auf jeden Fall war meddernd, dass er einen Wagemut hatte. Damit habe ich überhaupt nicht irgendwie. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich weiß, dass es kann, aber irgendwie dachte ich so, okay, Lascherking ist doch so safe gegen Vitini, kein Problem. Ja, Wagemut ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil Lascherking ist so ein guter Check gegen Vitini. Also. Ja, deswegen war es schon, wie gesagt, abzusehen. Ja, also was soll man noch zum Match sagen? Also ich fand, ich habe wirklich echt nicht gut gespielt. So, ich hätte irgendwie alles sehr viel offensiver spielen sollen und ich hätte meinen Bisbark anders, ich glaube, ich hätte ein anderes Set spielen sollen. Ich hätte die Spikes rausbekommen müssen. Also viele Dinge sind passiert und keine Ahnung. Das war keine gute Performance und ich bin jetzt auch komplett. Also ich glaube, ich habe alle Hoffnungen auf den dritten Platz verloren, weil jetzt ist Present da oben und wird auch wahrscheinlich erstmal nicht mehr runterkommen. Ja. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Soll ich jetzt soll ich ein bisschen Memes bringen und coole Pokémon-Teams bauen? Oder soll ich mich jetzt nochmal in den letzten Metern anstrengen und hoffen, dass Present alles wegchoked? Natürlich ist halt die Hoffnung da, weil er immer noch gegen Bene spielt und andere. Ich glaube, er spielt auch noch gegen jemand anderes Guten. Aber dann ist halt wieder bei mir das Problem, Spiel gegen N. Und N ist halt der beste Spieler der Liga, so. Finde ich. Natürlich ist da dann Lauris, aber ich finde, es gibt halt so einen Unterschied zwischen ein guter aktiver Spieler und ein guter passiver Spieler.
Und wenn man von allen Gruppierungen ausgeht, also gut aktiv und gut passiv, dann ist halt N der beste Spieler. So, er ist ein super guter passiver Spieler. Er spielt halt nicht mehr so viel Mons, aber dafür hat er halt diese Knowledge. Und wenn er wieder aktiv spielen würde, dann würde er alle fertig machen. Aber er spielt halt nicht aktiv, das ist das Problem. Laurus spielt halt aktiv, ist auch in der Hinsicht besser als alle anderen, weil er halt diese Übung hat und diese Knowledge in dem Punkt. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart käme und beide so auf einem Level von der Übung her wären, ich glaube, dann würde N einen Schlagabtausch gewinnen, so mit jedem Team. Aber das ist auch so meine, keine Ahnung, ist so eine ganz komische Ansicht von mir. Ich bin einfach, irgendwie habe ich einfach das Bild im Kopf von N, dem besten Spieler der Pokémon-Szene. Aber man muss auch sagen, da ist halt so ein Comfy Kanto, der ihn dann den Platz streitig macht, weil der ist schon lit. Ja. Aber natürlich muss man auch sagen, Laurus ist halt auch immer noch gut. Gewinnt zwar nur mit Hex. Spaß, sorry. Leute, ich höre auf, bevor ich auch irgendjemanden wieder passiv angreife, ohne es zu wissen. Und ja, entsprechend werde ich jetzt auch die Aufnahme beenden. Ich habe das hier gerade am GPL-Sonntag aufgenommen. Ja, hoffentlich kriege ich das jetzt noch rechtzeitig hoch. Also, danke, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem, wie ich mich jetzt in den letzten Spieltagen verhalten soll, in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und ja, bis dann.